Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, ich habe nochmal den kurzen Zeitsprung gemacht in die Vergangenheit. Und haben mir gedacht, okay, nachdem ich nicht weitergekommen bin, um es auszuschließen, dass es ein Bug war. Spuren. Irgendjemand floh Richtung Norden. Gehe ich jetzt, also ich habe jetzt nochmal mit Mark gesprochen und gehe jetzt alleine in Richtung Norden in den Wald. Ohne dass ich vorher bei Hauptmann Bernhard Rapport gemacht habe. Ne, heißt, wir haben natürlich nochmal das Duell vor uns. Wir müssen den Kollegen nochmal wegkloppen. Diesmal können wir vielleicht auch unsere Kombination ausprobieren. Unseren... Ich habe den Namen vergessen. Wie hieß es? Ich muss nachschauen. Entschuldigung. Es tut mir leid. Unseren stumpfen Schlag. Genau. Stich, Schlag, Schlag. Wir werden es ausprobieren. So, hier, ah ja, genau, Blut, wer hätte das gedacht? So, inspizieren. Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Also, schauen wir da nochmal. Spiel gespeichert, das ist toll. Halt. Oh Gott, hätte ich das hier inspizieren sollen? Das habe ich nicht gesehen, war das der Grund? Sie ging tiefer hinein, ganz bestimmt. Nee, habe ich ja hier schon gemacht, ne? Also, ich glaube nicht, dass es das war. Weiß doch, wäre es richtig lächerlich. Aber gut, okay. Jetzt kommt wieder die böse Musik. Wir folgen dem Weg hier, diesem kleinen Trampelpfad. Da drüben sind sie. Wir ziehen das Schwert. Hallo! Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Ja, ja. Okay, der ist... Der ist ausgewichen. Zack. Jetzt haben wir ihn erwischt. Komm, komm. Auf geht's. Stich, Schlag, Schlag. Okay. Hat nicht funktioniert. Na komm, komm, komm. Trau dich. Okay, der ist gut. Na, hätt's nicht gedacht, dass ich auch ausweich. Mein Freund. Das mit dem Sichtfeld, mit dem reduzierten. Stich, Schlag, Schlag. Ne, irgendwie kann ich das nicht. Der ist nicht schlecht. Okay, komm. Jetzt ist er. Jetzt haben wir ihn erwischt. Gnadenstoß. Zack. So, kaputt. Toter Bandit, jawohl. Bürgerschwert aufnehmen. Vielleicht hätte ich ihn nicht töten dürfen, ne? Das wäre natürlich auch möglich. Aber gut, das kann schon mal vorkommen. So ein kleiner Todesfall. Naja, komm, wir nehmen ihn mit. Zack. Okay, was mit dir, mein Freund? Ah, oh, ich verrecke hier, verflucht. Ah, keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser. Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch voller Pferdescheiße. Okay, das war's wohl auch nicht. Mist. Mist, erkunde die Lichtung. Nein, das war's nicht. Leute, ganz umsonst. Ganz umsonst haben wir hier nochmal geladen. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Was hätte ich hier noch erkunden sollen? Was hätte ich hier noch entdecken sollen? Ich drehe am Rad. Drehe durch. Verdammte Axt. Was gibt's hier noch zu entdecken? Okay, mal das Schwert weg hier. Interessant, ne? Kaum zieht er das Schwert, dann wird auch das Sichtfeld reduziert. Da bin ich schon zu weit. Hm.
Hier, komm, hier müsste man doch was entdecken. Das sieht doch so danach aus. Als wären die Herrschaften hier hoch. Das sieht doch verdächtig aus. Also müsste ich hier auch irgendwas entdecken. Aber hier ist nichts. Oder ich sehe es bloß nicht und bin blind. Oh, Leute. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid. Was könnte das sein? Heiliges Blechle. Das verstehe einer. Muss ich dich auch töten vielleicht? Ne, ich versuch's mal. Kann ich nicht. Okay. Hast Glück gehabt, Meister. Die Spur führt in den Wald, ja, genau. An dem Punkt waren wir schon mal. An dem Punkt waren wir schon mal. Hier war doch dieser Wagen, dieser Crash, genau. Diese Crash-Site. Aber das ist, denke ich, nicht das, was... was die Quest von uns verlangt, dass wir das Ding hier finden. Das glaube ich einfach nicht. Es muss irgendwas anderes sein. Ich bin hier schon am Rand, genau. Ich muss... Ja, ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas ist mir entgangen. Und ein kleines Detail wahrscheinlich. Da sind wir schon zu weit weg. Irgendeine Blutspur. Nee. Mit Sicherheit auch nicht. Bin ich wieder zu weit weg. Ich hab's dick. Sowas habe ich dick, wenn ich dann so festhänge. Das haben wir entdeckt. Das haben wir entdeckt. Das haben wir entdeckt. Was fehlt noch? Was zur Hölle fehlt hier noch? Wir haben alles gefunden. Böses Spiel, echt. Nu? Was war das jetzt? Da hat er eine komische Bewegung gemacht. Was fehlt? Was fehlt? Ja, toll. Salbei, nein, Salbei fehlt sicher nicht. Ich komme mir vor wie so ein Waldmensch da. Wir werden jetzt die nächsten Stunden hier verbringen, im Wald spazieren zu gehen und jeden einzelnen Grashalm persönlich zu befragen, was genau wir übersehen haben. Was genau unser Problem ist. Ich fange mit dir an. Genau. Das bringt einen doch um, sowas.
Da willst du doch nicht mehr. Das ist doch nur anstrengend. Das ist doch nur noch anstrengend. Es ergibt keinen Sinn, was wir hier machen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Wenn hier wenigstens wild wäre, ne, dass man jagen könnte, dann hätten wir ein bisschen was zu tun. Ein bisschen alternative Beschäftigungstherapie. Aber so ist es einfach nur stupides Umherwandern. Krank. Einfach nur krank. Man sollte immer vorsichtig sein mit Vermutungen, ne? Gerade wenn es ums Thema Bugs geht, aber ne, ist irgendwie habe ich so langsam den Eindruck, das hier ist tatsächlich ein Bug, weil ich wüsste nicht, was ich jetzt noch. Ich habe wirklich alles abgesucht. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch übersehen haben soll. Ich habe jetzt jeden einzelnen Grashalm angeschaut. Ja, wirklich jeden einzelnen Grashalm. Strange. Hätte ich den nicht töten dürfen. Gute Frage. Ich bin am Ende mit der Weisheit. Die Momente, wo man innerlich einfach, ne? Und man flucht und schimpft und sagt, Leute, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Na gut, okay. Zurück zum Meister Bernhard. Berichten, ich habe da so ein Obo gefunden. Einen bösen Banditen. Vielleicht quatscht er ja doch mit mir. Pferd, komm her. Ich bin jetzt faul. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu laufen. Bin jetzt die ganze Zeit im Wald rumgelaufen. Zack, absteigen. Danke. Ja, ja. Schon recht. Ein Frohlich gibt's später. Hallo, wo ist denn der Bernhard? Hallo? Wo rennen denn die jetzt hin? Was machen denn die jetzt? Leute, hallo? Schwierig? Was zur Hölle macht ihr da? Ich glaube, ich spinne. Was wird das jetzt? Finde ich ja lustig. Was wird das jetzt? Das war vorher nicht. Ich kann mit ihm reden. Hallo? Was ist denn? Wo warst du? Wir haben einen der Saubande tot im Wald gefunden. Die anderen sind bestimmt über alle Berge. Das ist super. Hast du was rausgefunden? Hast du was erfahren? Nein, er war bereits tot. Geh und sieh ihn dir an, wenn's dir beliebt. Einer meiner Männer hält dort noch Wache. Ja, ich habe ihn getötet, ich wartet, verstehst? Wo genau ist er? Etwas nördlich von Neuhof im Wald. Du kannst es nicht verfehlen. Du verarschst mich doch. Danke, das werde ich mir ansehen. Also,
sorry, Freunde, ich glaube, das war tatsächlich ein Bug, ne? Ich glaube, das war tatsächlich ein Bug. Kein Wunder, dann, dass ich mir da ewig einen absuche. Das war jetzt schon merkwürdig. Na du. Zack, zack, zack. Ja, hab ihn durchsucht. Und jetzt? Durchsuche den Banditen. Ja, hab ich doch. Vielleicht finde ich Hinweise. Oh Gott, Leute, echt. Was zum Teufel ist hier geschehen? Guten Tag. Guten Tag. Ey, Freunde, das ist doch ein Witz. Okay, ich muss die scheiß Klamotten loswerden, was der Typ dabei gehabt hat. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Da habe ich natürlich viel zu viel Plunder dabei, ne? Mann, Mann, Mann. Den habe ich doch gerade gefunden. Genau, weg damit. Okay. So, also auf den Boden schmeißen. Irgendwas stimmt hier nicht. Du hast hier auch nichts gefunden, gell? Doch suche den Banditen. Ja, das habe ich gemacht, Mensch. Was zur Hölle? Wieso schleppst du ihn hierher? Er sollte auf der Straße oder beim Schafott verrotten. Ja, da verrottet er hier, verstehst? Wie strange, ey. Leute, wie strange ist das denn? Also diese Mission ist ein bisschen merkwürdig. Diese Mission ist echt merkwürdig. Durchsuche den Banditen, ja. Da bin ich jetzt schon wieder zu weit. Genau, schon wieder zu weit weg. Was ist hier? Pinkelst du einen Baum oder was? Was zum Teufel? Ja, was denn? Genau. Ich wüsste nicht, was ich hier noch suchen sollte. Hab nichts gefunden, Hauptmann Bernhard. Jetzt geht er wieder, oder was? Ich kann immer noch nichts auswählen. So. Jawohl. Zack. Jetzt ist er kaputt. Ja. Vielleicht hat es das noch gebraucht. Jetzt kann ich ihn durchsuchen. Schau an. Billiger Hufkratzer, was? Steckt ursprünglich im Bauch eines Banditen? Nehmen wir mal mit. Sieh an, ein Hufkratzer. Jemand neu auf muss ich mehr darüber. Ah, jetzt geht's weiter. Echt? Ich hab den töten müssen? Oh Gott. Freunde, das stand doch nirgends. Da stand nirgendwo. Töte den. Oh. Also, das war jetzt schwierig. Da möchte man mal kurz innehalten und sich fragen, ob das jetzt ernst gemeint war. Das war jetzt nicht so schön, Spiel. Na gut.
Das war jetzt echt nicht schön. Da muss man erstmal drauf kommen. Erkunde die Lichtung ist hiermit auch abgeschlossen. Freunde, es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, dass ich da jetzt so lange gebraucht habe. Aber das hat sich mir nicht erschlossen. Das hat sich mir nicht erschlossen. Da bist du fassungslos im ersten Moment. Also das ist für mich nicht schön gelöst. Warhorse Studios, ich glaube, da müsst ihr nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das war nicht schön. Okay, zurück nach Neuhof. Vielen Dank für eure Geduld an dieser Stelle. Na? Aber ich war jetzt echt, ich war fast schon verzweifelt, weil ich habe keinen Weg mehr gesehen. Und ich wäre jetzt dann wahrscheinlich sogar gezwungen gewesen, vielleicht beim einen oder anderen Kollegen reinzuschauen, wie dort diese Quest gespielt wurde. Weil ich schaue bei ein paar Kollegen, schaue ich ab und zu rein. Allerdings nur, wenn ich weiß, dass sie noch hinter mir sind. Ne, dass ich mich selber nicht spoiler. Aber da wäre ich jetzt versucht gewesen, einen Schritt weiter zu gehen. Gott sei mit dir, Heinrich. Okay, wir schauen mal, wem dieser Hufkratzer gehört. Wir fragen einfach mal. Kennst du diesen Hufkratzer? Mein Herr. Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Rotschopf also. Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Hm. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Okay. Also der ist abgehauen. Ja, er steht nicht mehr da hinten. Auf der Suche. Na schön. Können wir hinterherrennen jetzt. Dem Rotschopf. Perfekt. Mal schauen, ob der Bann hat. Nochmal einen Zwischenstatus möchte von uns. Ah, läuft er. Meister Bernhard, pass auf. Weißt du, wem dieser Hufkratzer gehört? Ich habe ihn bei einem der toten Banditen entdeckt. Woher soll ich das wissen? Frag bei den Stellen. Okay, da weiß nichts. Bernhard, Entschuldigung, nicht Bernhard. Ich sage immer Bernhard. Bernhard. Hauptmann Bernhard. Okay. Geht also nichts mehr, ich merke schon. Fangen wir den Jakob mal, ne? Wegen dem Rotschopf. Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Okay, wohin könnte er geflohen sein? Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Also gut. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja... Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur... Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Na toll. Schön. Ja, wäre das auch geklärt. Möge die Jagd beginnen, abgeschlossen. Okay. Frage die Köhler, finde ich Rotschopf.
Jakob erzählte mir, dass sich der nächstgelegene Köhlerlager im Süden befindet. Wir müssen dem Wasserlauf folgen, okay. Rotschopf ist in Richtung Norden gegangen. Ja, wenn er nach Norden ist. Richtung Uschitze. Kennen wir noch nicht. Nee, Uschitze kennen wir noch nicht. Was ist das hier? Ach, das sind alles Questgeber hier, okay. Da sollen wir hin. Also gut, dann. Dann geht's halt dahin, ne? Dann schauen wir mal in Richtung Süden. So, wir haben eine weitere Hauptstufe. Heißt, wir können hier Erste Hilfe 2 endlich mal skillen. Verbände sind effizienter und wir können auch anderen Leuten helfen. Zack, jawohl, ist gelernt. Stärke haben wir auch schon Level 6. Na gut. Agilität, hätten wir noch einen Punkt übrig. Fliegengewicht, ja, Wenn du im Kampf erfolgreich ausweichst, sinkt die Moral des Gegners. Ja genau, Würfelglück. das ist ja witzig. Minimale Stufe 12, alles klar. Okay, wisst ihr was, dann skillen wir den ja doch. Ne? Das hier ist erst ab Level 8. Also, das ist okay. Hauptstufe hätten wir hier noch Asket. Du kommst ohne Essen länger aus. Bürger, Naturbursche. Erhöht die Sichtweite bei Schnellreise sowie die Chance auszuweichen. Ja komm, dann nehmen wir das hier. Sind wir noch Speer. Genau, dann haben wir mal alle Punkte verteilt. Bei den Fertigkeiten hätten wir beim Jagen hier noch was. Trophäenjäger. Du kannst Zähne entfernen. Du kannst das Geweih entfernen. Okay, nehmen wir das Geweih. Gut, alle Punkte verteilt. Unser Ruf, wie sieht's da aus? Rattai 46, echt? Waffenknechte 0, wieso denn? Wieso Waffenknechte 0? Neuhof 100? Talenberg? Oh, da mögen sie uns auch nicht so, ne? 49? Skalitz, ja, sehr lustig. Skalitz ist kaputt. Na gut. Okay, möge die Jagd beginnen. Ja, Freunde, es ist dunkel, es ist Nacht. Wahrscheinlich sollten wir uns jetzt mal irgendwo hinlegen und eine Pause machen, ne? Weil es ist ja schon 21 Uhr. Wo können wir uns allerdings hinlegen, ist die nächste Frage. Wo können wir denn eine Stunde pennen oder so? Oder ein paar Stündchen? Kann man hier pennen? Kann ich auf der Bank pennen? Ich glaube nicht, oder? Nee, es hätte mich auch gewundert. Hier muss es doch irgendwo ein Bett geben, wo man mal eine Runde pennen kann. Hier zum Beispiel, genau. Schlaf einfach mal eine Runde. Wenn ich das hier darf, ne? Keine Ahnung. Hey, es geht sogar. Schön. Also. Zack. Energie ist sowieso schon ein bisschen weit unten gewesen, ne? Also, einfach mal eine Runde hinlegen. Die Sanduhr umdrehen. Äuglein schließen. Und sich freuen, dass wir es nach einer gefühlten Ewigkeit geschafft haben, hier weiterzukommen. Ah. Unglaublich. Unglaublich. Aber das, ne? Das suchst du und suchst du. In dem ersten Moment suchst du ja den Fehler in der Regel bei dir selbst. Wenn du sagst, kann gar nicht sein. Ne? Du musst hier irgendwas übersehen haben. Der Fehler liegt bei dir. So. Mahlzeit. Und dann stellt sich raus, nein, der Fehler lag in dem Fall nicht bei dir. Sondern es war offenbar ein Spielfehler. Naja. Ja, ja, jetzt reg dich halt auf, oder? Du Methöle. Bernhard, ich habe was rausgefunden. Guten Tag. Servus. Musst du den Köhlern? Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das?
Das ist sein Hufkratzer. Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was meinst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Naja, er verschwand. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Rathai. Ist gut, Herr. Na dann. Adios, Maestro. So, Freunde, aber die Suche nach dem Rotschopf und den Köhlern, die setzen wir in der nächsten Folge fort. Hier machen wir einen kurzen Schnitt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bei Kingdom Come Deliverance schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.